Kuckuck. Kuckuck. Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers und ja, ihr seht, ich habe hier einen riesigen Berg aus 1, 2, 3, 4 Paketen, die jetzt alle Schlag auf Schlag gekommen sind und wir haben herrliches Wetter und da dachte ich mir, nehme ich die Kamera doch einfach mit nach draußen. Und dann packen wir die Pakete mal heute im Garten aus. Das erste Paket, mit dem wir anfangen, ist einmal das kleine hier aus dem Vereinigten Königreich von einem Shop, bei dem ich ehrlich gesagt noch nie was bestellt habe. Ist jetzt auch kein klassischer Transformers Shop. Shop heißt Geek Gear, habe ich euch unten einmal auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Shop, auf den ich eher per Zufall gestoßen bin. Ich war nämlich auf der Suche nach ein bisschen Transformers Merchandise und ja, die hatten einen Artikel da, den ich unbedingt haben wollte und dann habe ich mir mal angeschaut, was die denn sonst noch so an Merchandise haben und damit sich das Ganze her vom Versand auch lohnt, habe ich dann direkt eine etwas größere Bestellung aufgegeben. Und ohne große Umschweife schauen wir hier dann nochmal rein. Okay, eine Sendung, aber in zwei Paketen. Die Umverpackungen hier sind so ein bisschen Harry Potter mäßig. Das ist, glaube ich, die Silhouette von Dobby, dem Hauselfen. Relocation Department. Ja, hier Geek Gear, Wizardry. Ja. Paket Nummer 1, Unterkarton 1 von 2 quasi. Ah. Ach. Eine Decepticon-Tasse. Eine Autobot-Tasse. Und dann quasi hier das Ganze noch einmal. Wo ich zugeben muss, ich bin jetzt ein klein wenig irritiert. Hier hätte eigentlich noch was anderes drin sein sollen. Etwas merkwürdig. Das kläre ich dann natürlich abseits der Kamera. Da bin ich trotzdem froh, dass mich diese Tassen sicher erreicht haben. So.
finde ich schön, dass die auch nochmal einzeln verpackt sind. Eine Unterbautasse und eine Decepticon-Tasse. Die hier kennt der ein oder andere von euch vielleicht schon. Die gab's ja bei diversen Merchandise-Shops zu kaufen. Unter anderem hatte auch Actionfiguren 24 die. Und tatsächlich gibt es dazu auch eine Decepticon-Tasse. Die hatten viele Shops leider nicht. Actionfiguren 24 zum Beispiel hatte die lange zur Vorbestellung. Offenbar sind die mit diesen Tassen hier aber nie beliefert worden. Ich hatte dann nämlich öfter mal nachgefragt, wie es denn da aussieht. Und ja, das Lieferdatum für die Tasse ist immer wieder verschoben worden, immer wieder nach hinten. Und ja, die meisten Shops haben diese Tasse, wie gesagt, von vornherein gar nicht erst angeboten. Und ich bin jetzt ziemlich happy, dass ich nicht nur einen, sondern quasi schon zwei Sätze davon habe. Warum jetzt unbedingt wieder zwei Sätze, wird sich der ein oder andere von euch fragen. Nun, zum einen, ja, wollte ich damit ein bisschen entgegensteuern. Wie gesagt, die Tassen hier sind mittlerweile recht selten. Ja, falls mich dann, sagen wir mal, die Tassen erreicht hätten und ja, wären kaputt oder wäre irgendwie was mit, ja, dass ich dann quasi direkt schon den Ersatz quasi mitbestellt habe. Ja, und zum anderen, ja, ich werde daraus jetzt nicht großartig trinken oder so. Ich hole mir solche Tassen ja meistens eher so als Deko-Gegenstände. Da es die Tassen zu einem Preis gab, wo ich nicht Nein sagen konnte, habe ich mir halt auch direkt gesagt, Mensch, komm, nimmst du von den Tassen doch nochmal jeweils eine mit. Hat den Versand jetzt nicht großartig erhöht und hätte ich mich nachher, glaube ich, nur geärgert. Apropos Ärger, ja, was heißt Ärger? Ich bin jetzt etwas irritiert. In diesem Paket hätten eigentlich noch zwei Cappies sein müssen. Und diese Cappies waren eigentlich mitunter das Haupt, der Hauptgrund, warum ich bei dem Shop überhaupt bestellt hatte. Die hatten nämlich zwei Cappies da, auch einmal Autobot, einmal Decepticon, die ich gerne für meine Sammlung gehabt hätte. Und ja, wie ihr seht, ich habe vier Tassen, aber keine Mützen. Und das finde ich jetzt ein wenig komisch. Da muss ich unbedingt mal bei dem Shop nachfragen, was denn da mit meiner Bestellung genau passiert ist. Kommen wir dann einmal zum nächsten Paket. Das ist schon eine etwas andere Hausnummer. Dann gehen wir auch mal ein bisschen höher. Das ist einmal von Actionfiguren 24. Und hier ist etwas drin, das mein Herz jetzt schon höher schlagen lässt. Weil es mich in meine Kindheit zurückbringt. Wenn man die Texte meiner Internetseite verfolgt, der weiß, früher hatte ich als kleines Kind nicht so sehr mit Transformers was am Hut, aber mit einem anderen Franchise mit T, nämlich mit den Turtles. Und in diesem Paket erwarten mich einmal aus der Vintage Collection von Playmates der Turtle Blimp. Und einmal, weg das Ding. So, mal der Turtle Blimp in seiner schönen Retro-Packung. Und hier dann einmal sogar noch im Umkarton
wie schön, wie schön, wie schön. Ihr seht's schon. Einmal die Vintage Collection. Der Original Turtle Party Wagon. Ah, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Den wollte ich damals immer haben. Habe ich leider nicht gekriegt. Aber den hier hatte ich früher. Zwar unvollständig, von einem Schulfreund abgekauft, auf so einem Sommerschul-Flohmarkt. Aber nichtsdestotrotz, das war eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge damals. Und es gab von dem Partywagon schon in der jüngsten Vergangenheit öfter mal Neuauflagen. Allerdings, ja, gab es die dann halt nur in den USA. Für Europa war da wohl eine Lieferung nicht vorgesehen. Ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie das abgelaufen ist. Man konnte das Teil also wirklich nur über einen Import bekommen. Und ja, dank Actionfiguren 24 bin ich jetzt zu einem wirklich traumhaften Preis an diese schöne Neuauflage gekommen. Ich habe von der Neuauflage hier auch bis jetzt sehr viel Gutes gehört. Ich meine, klar, gibt minimal ein paar kleine Unterschiede zum Original. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mega happy mit dem. Die meisten haben sich ja über den Zeppelin aufgeregt, weil das halt nicht der Original-Zeppelin ist. Das ist, glaube ich, der Zeppelin aus der 2003er-Serie. Oder war es doch der aus der 2007er? Naja, hauptsächlich geht es halt auch hier um das Teil hier unten. Ja, man sieht halt hier, die Flügel fehlen halt, die Bomben hat er halt nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich zeige ihn euch mal. So. Ich finde, das hat trotzdem einen richtig schönen Retro-Vibe. Ich wollte mir dieses Stück dann auch nicht entgehen lassen. Wie gesagt, ist nicht der Original, aber nichtsdestotrotz, trotzdem eine schöne Neuauflage. Halt auch vom ganzen Packaging-Art her halt. Ja, wie diese Collections, die ich euch letztens schon mal gezeigt hatte. Was heißt letztens? Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr. Mit diesen Multipacks halt, wo man halt auch einmal dann das Kanalversteck der Turtles hatte, so auf der Packung abgebildet. Und ja, dann hat man halt die alten Karten noch und ach. Ich bin einfach happy. Ich bin richtig, richtig happy. Ah. Also mein Grinsen ist gerade mindestens so breit wie bei den vier Grünen hier. Das nächste Paket ist auch ziemlich groß, kommt aus den Niederlanden und muss die Kamera doch wieder mal ein bisschen höher für. Kommt von Gerut Camaro, der einen ziemlich großen Haufen Figuren neu in seinen Shop reinbekommen hat und da waren einige dabei, die ich unbedingt noch haben wollte. Und da sich seit Anfang des Jahres wieder die ein oder andere Figur auch in meinem Warenhaus bei ihm befunden hat, war da jetzt eigentlich mal wieder die richtige Zeit, um zu sagen, schick mir doch mal alles zu. Fangen wir hier einmal an. Da haben wir einmal was für Masterpiece Soundwave. Eine Beilage, die es damals bei Soundwave gab, bei der Erstauflage, wenn man Soundwave bei Amazon Japan vorbestellt hat. Nämlich einmal leere Energon-Würfel. Die kann man Soundwave dann halt
vorne auf die Brust packen, damit es halt so aussieht, als ob er die gerade erstellt hat. Und dann gibt man die quasi an seine Masterpiece Decepticons weiter, damit diese dann mit Energon gefüllt werden. Jetzt mal gucken, was ich mir hierfür ausdenken werde. Irgendwie, ob ich da was mit pinkem Fotopapier oder so mache. Irgendwie was Glänzendes, dass ich die irgendwie gefüllt bekomme. Mal gucken. Gab's für kleines Geld? Da dachte ich mir, da kann man doch vielleicht die ein oder andere Szene mit nachstellen. Und macht sich bestimmt auch irgendwie gut fürs Display. Dann quasi neue Aufkleber für meine Wand im Schlafzimmer. Dann einmal hier aus der Serie Transformers Robots in Disguise. Getarnte Roboter, deutsche Version, sehr schön. Habe ich einmal die Spy Changer Version von Ultra Magnus mir noch einmal geholt. Warum nochmal? Nun, von den Spy Changern her ist das eine der wenigen neuen Molds, die man für die Robots in Disguise Reihe hergestellt hat. Und ich habe mir vor ein paar Jahren den Optimus Prime nochmal günstig besorgt. Und ja, wer Robots in Disguise 2001 gesehen hat, wenn man Optimus Prime hat, dann braucht man auch irgendwie Ultra Magnus. Auch wenn man, ja gut, die beiden als Bytechanger nicht zu Omega Prime kombinieren kann. Aber nichtsdestotrotz, Karte ist auch sehr schön. Freut mich wirklich sehr. Dann hier einmal etwas von der Firma DNA, die bekannt sind für ihre Upgrade-Kits. Hier haben wir nämlich einmal die Upgrade-Kits für die War for Cybertron Kingdom Arche, die ich mir hauptsächlich deswegen geholt habe, beziehungsweise ich habe mir die Upgrade-Set hauptsächlich geholt, weil die Arche hier über das Upgrade-Set neue Hände bekommt. Ein Feature, das sie unbedingt braucht. Der Rest hier ist, ja, kann man quasi sagen, mehr so Goodies, schöne Beilagen, aber definitiv ein Set, wo ich sage, ich mag die Arche, sie hat ein paar Schwächen, nicht alle finden sie unbedingt toll, aber ich mag sie, wie gesagt, und ich freue mich darauf, dieses Kit zu installieren, damit ich eine der Schwächen, die diese Figur hat, nämlich wie gesagt die Hände, halt ausmerzen kann. So, nehmen wir mal die nächste Ebene hier weg. Da ist mir ein Button rausgefallen. Mit Galvatron. Auch eine schöne, nette Beilage. Ich glaube, es ist Artwork von Dreamwave. Was man hauptsächlich daran erkennt, ja, der Transformer greift nach vorne so, als ob er dir die Brieftasche klauen möchte. Knie sind auch etwas groß und er hat so ein bisschen die Pose, ja, ich muss mal irgendwie aufs Klo. Wir waren bei Spy Changer und ich habe mir einmal dieses Spy Changer Set geholt, ebenfalls aus Robots in Disguise. Das Spy Changer Set Sideburn und Daytonus. Zwei Figuren, die es zwar nicht in den Cartoon damals geschafft haben, aber diese zwei sind trotzdem sehr besonders und deswegen wollte ich sie auch in meiner Sammlung dann doch jetzt haben. Nämlich sind diese beiden hier Spy Changer Figuren, die es damals zu Generation 2 Zeiten eigentlich hätte geben sollen. Aber da die Reihe ja nicht wirklich besonders gut angekommen ist, hat man dann bei Hasbro gesagt, ja, nee, wir brechen die Reihe jetzt lieber ab. Wir geben die Sache nach Kenner. Und dann sollen die mal gucken, was die mit der Marke Transformers machen. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Beast Wars. Ja, aber es war hier noch eines der Spy Changer Sets, die mir fehlten, damit ich sagen kann, Mensch, komm, dann hast du da jetzt den Sack auch einmal zugemacht. Und den Sack zu
mache ich auch mit diesen beiden Figuren, ebenfalls aus Robots in Disguise. Nämlich einmal mit Armorhide und mit Movor, die beide zu den Commandos gehören, zu den Decepticons. Und diese beiden haben mir noch gefehlt. Ich habe mir in der Vergangenheit nämlich nochmal Rollbar und Rotor auf einer Cons geholt. Ich glaube, das war 2017 oder 18 muss es gewesen sein. Über eBay bin ich dann mal ganz günstig an den Mega Octane gekommen, der halt den Torso halt bildet. Ihr könnt ja auch die Rückseite sehen. Also ihn, die hatte ich schon. Und Mover und Armorhide, die wollte ich noch unbedingt haben, damit ich dann quasi hier einmal Ruination vervollständigen kann. Zugegebenermaßen meinen zweiten Ruination, aber ich bin mir auch noch nicht so zu 100% sicher, ob ich die fünf Jungs auspacke oder ob ich sie so auf Karte lasse. Wobei die beiden hier, die haben relativ schöne Karten. Die anderen beiden, ja, die sind ein bisschen arg abgeranzt. Da muss ich mal gucken. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall erst einmal froh, dass ich einen Satz hier wieder vollständig habe. Dann haben wir hier noch eine Ebene. Und zwar haben wir hier einmal ein Transformers Kartenspiel, das ehrlich gesagt ziemlich schwer ist. Aber sind das doch nur 42 Spielkarten. 52 Spielkarten meine ich, Entschuldigung. Und ja, ein Kartenspiel, das man nur in den Universal Studios bekommen hat. Und besonders an dem Set ist, wir haben hier Karten zum Filmdesign. Wir haben aber auch klassische Generation 1 Charaktere. Gucken wir mal rein, würde ich sagen, weil hier oben schon mal offen. Ah, hier oben waren sie schon mal offen. Oh, sind sogar noch original eingeschweißt. Sehr schön. Wenn sie jetzt schon offen gewesen wären, wäre ich die jetzt einmal kurz vor der Kamera durchgegangen. Ich denke mal, das spare ich mir mal für ein separates Video oder so auf. In Sachen Spiele geht es nämlich direkt einmal weiter. Ich habe hier nämlich einmal das Transformers Schachspiel vom 2007er Film. Gibt's hier jetzt irgendwo einen Punkt, wo ich das auch aufbekomme? Ah, hier geht's. Früher habe ich relativ viel Schach gespielt, dann aber irgendwann, weiß ich nicht, irgendwie das Interesse verloren. Aber so ein Transformers Schach zum Film, ich finde, das hat was. Ich denke mal, das schauen wir uns auch mal im Detail an. In einem separaten Video. Tja, und ein Spiel ist hier dann noch drin. Uiuiui. Ja, das. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Lass mal das mal lieber. Und zwar habe ich hier einmal Transformers Monopoly.
Und wer genau hinsieht, man sieht es durch die Bubblefolie, denke ich mal, trotzdem dennoch ganz gut. Das ist hier einmal das Transformers Monopoly, das damals in den frühen 2000er Jahren herausgekommen ist. Das gibt es leider auch nur auf Englisch, weil es halt nur in den USA vertrieben worden ist. Beziehungsweise man hätte es hier auch über einen Import bekommen können, aber auf Deutsch gibt es diese Version leider nicht. Eine spätere Version von Monopoly hat es dann von Transformers aber dennoch nach Deutschland geschafft, auch mehr mit aktuelleren Artworks im Generation 1 Stil. Die hier sind halt noch wirklich sehr im Stil von Dreamwave damals gehalten hier. Das Spielfeld und die Karten. Eben weil Dreamwave damals halt der Lizenznehmer für die Transformers Comics gewesen ist. Auch hier dann quasi wieder so eine kleine Lücke. Gerrit Camaro hat es für einen ziemlich guten Preis. Und dann habe ich da doch einmal zugeschlagen. Jetzt ist das Paket tatsächlich leer. So, Endspurt würde ich sagen. Noch ein Paket. Und wieder aus Holland. Von TF Robots. Da habe ich nämlich einmal zugeschlagen. Und fangen wir hier diesem Upgrade einmal an. Das DNA Design DK11 Upgrade für Studio Series 32 und 35. Das ist einmal für die Optimus Prime Jetfire Kombination. Ich plane nämlich Optimus und Jetfire in kombinierter Fassung auszustellen. Und auch Jetfire ist eine ziemlich gute Figur. Und die Kombination sieht an für sich so auch schon echt gut aus. Aber durch dieses Upgrade-Set wertet man die Kombination doch nochmal um einiges auf. Speziell, wenn man neue Optionen für die Waffen bekommt. Jetfire alleine wird durch die neuen Hände extrem aufgewertet. Und das war Grund genug für mich zu sagen, Mensch, besorg dir das Set doch jetzt, bevor es nachher ausverkauft ist und du es nur über einen teureren Import bekommst. Dann geht's in Sachen DNA einmal weiter. Ich habe hier nämlich einmal das Optimus Primal Upgrade Kit. Schon ein etwas älteres Kit. Das ist für den Power of the Primes Optimus Primal aus der Leader-Klasse. Einmal zwei neue Hände, zwei neue Schilde und auch zwei neue Schusswaffen oder auch Keulen. Ein Set, das ich damals ursprünglich habe ausgelassen, weil ja eigentlich fand ich, war die Figur so an für sich, wie sie ist, schon ganz gut. Ich hatte mir das erste Set geholt, das ist einmal das Plus-Set, das ist quasi die Erweiterung von dem 08er-Set, von dem regulären. Weil man mit diesem Set halt hier dann noch Reifenteile bekommt, um halt Optimus Primals Fahrzeugmodus, halt den Ground-Modus quasi noch darzustellen. Und ich habe mir das dann gedacht damals, ja komm, die Hände brauchst du eigentlich nicht, du bist mit den Händen, die da sind, eigentlich so schon zufrieden. Aber jetzt in Anbetracht, dass wir in Legacy den Transmetal 2 Megatron noch bekommen und der so jetzt schon, wie er ist, ziemlich gut aussieht, ich glaube nicht, dass man den noch großartig irgendwie aufwerten kann, habe ich mir gedacht, komm, hol dir doch dieses Set, um deinen Optimus Primal nochmal ein bisschen aufzuwerten. Weil wenn ich mit dem schönere Posen hinbekomme, zusammen mit dem Transmetal Megatron, dann finde ich, profitieren irgendwie beide Figuren davon. Irgendwie schwer zu erklären. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen meinen Gedankengang. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Weiter geht's in Sachen DNA Upgrade Set. Ich habe hier nämlich einmal das Upgrade Set Nummer 9 in der EX-Version. Warum EX? Das seht ihr, dazu werde ich es nämlich einmal aufmachen. Ist ja meine Schere schon wieder.
Da ist sie. Das seht ihr nämlich auf der Packung nicht. Hier ist nämlich die reguläre Version von Megatron abgebildet. Ich habe mir das Set aber in der EX-Version geholt. Kommst du wohl raus hier? Und da könnt ihr nämlich sehen, dass hier die Farbe der Teile anders ist. Das ist nämlich für die Battle Damage Version von dem Mold. Denn ich habe mir so gesagt, wenn ich eine Version von diesen beiden Figuren upgrade, ich habe halt beide Versionen, weil, ja, Gründe eben, beziehungsweise ich habe die eine Figur irgendwie noch nicht verkaufen können, beziehungsweise ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich sie verkaufe. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte auf jeden Fall die etwas, wie ich finde, etwas schönere Battle Damaged Variante von Megatron halt mit diesem Set aufrüsten. Und was ihr mit diesem Set halt dann machen könnt, ist, ihr könnt ihm halt hier einmal für den Panzermodus neue Flügel geben, damit er halt mehr so an den Modus erinnert, mit dem er dann halt zum Mars geflogen ist, um sich mit Starscream und The Fallen zu treffen. Ihr bekommt hier einmal eine etwas realistischere Hand. Er hat ja nicht den ganzen Film über seine Fusionskanone aktiviert, sondern hat halt mir einmal einen Arm, die etwas kleinere Klaue und dann hier halt dann diese Klaue, die er dann halt hier in diese Version verwandelt. Also ihr habt hier quasi immer Austauschteile. Mit diesen Flügelteilen könnt ihr dann quasi auch den Robotermodus ein bisschen ausfüllen von innen her. Denn die Figur sieht gut aus, sie ist schön groß, sie hat einiges an Volumen, aber nicht wirklich viel Masse im Torso-Modus. Kann man nämlich unter anderem einmal durchgucken. So, das sollte jetzt hier das... Nein, noch nicht ganz. Das ist ein weiteres Set von DNA Designs, nämlich das DNA Kit Nummer 23, das für den Earthrise Scorponok ist. Das ist einmal das Upgrade-Set, mit dem ihr Scorponok etwas größer machen könnt, damit er quasi auf Augenhöhe zu Fortress Maximus ist. Es ist das letzte Set, was mir von DNA Designs zu Scorponok noch fehlte. Soll heißen, ich habe hier quasi auch einmal den Hattrick voll gemacht. Fortress Maximus, gerade erwähnt. Ich habe mir einmal das DN-Upgrade-Set DKO3 Gearmaster geholt. Das ist einmal so rum, dann seht ihr es besser. Einmal ja, ein Gewehr, zugegebenermaßen etwas modernisiertes Gewehr für Fortress Maximus. Wer meine Sammlung etwas verfolgt hat in den letzten Jahren, beziehungsweise, wobei ich glaube, ich habe euch das nicht gezeigt, aber ich habe die Titans, die meisten Titans von Hasbro alle zweimal, zumindest die City Former. Ich habe mich damals dazu entschlossen, mir auch von Fortress Maximus damals die Hasbro und Takara Variante zu holen und dazu halt auch dann einige der Upgrade Sets und zusätzlichen Waffen. Beim Takara Fortress Maximus ist einmal schon ein Schwert dabei. Da habe ich mir schon eine passende Waffe geholt und auch für die Hasbro-Version einmal ein Schwert. Aber ich hatte noch keine Handfeuerwaffe für Fortress Maximus. Und ja, deswegen halt diese Waffe für Fortress Maximus. So. Oh, hier den Preis. Ah, das ist hier ein Preisaufkleber dran. Wow. Es geht weiter in Sachen DNA Design. Nämlich einmal Upgrade Nummer 26. Dieses Upgrade ist gleich für zwei Figuren. Es ist nämlich einmal für Masterpiece Barricade und einmal für Masterpiece Movie Starscream. Ja, es mag sich der eine oder andere von euch denken, hä, das ist doch Frenzy. Ja, aber ne, Frenzy war im ersten Film der Partner von Barricade. Also passt das doch eigentlich ziemlich, ziemlich gut zusammen, wie ich finde. Frenzy hier verwandelt sich allerdings nicht in eine Boombox. Frenzy verwandelt sich in eine Handfeuerwaffe
Und zwar in eine der Handfeuerwaffen, die Barricade auch in Transformers Dark of the Moon in seinen Händen gehalten hat. Und wie ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen, beziehungsweise die Idee finde ich einfach ziemlich cool, was halt auch der Grund war, warum ich mir dann halt dieses Upgrade-Set geholt hat. Plus, ich bin riesiger Fan von dem Masterpiece-Movie Starscream und der hat halt hauptsächlich ja einen Mankel. Er hat nicht unbedingt die beste Beweglichkeit in den Armen. Beziehungsweise falsch, schauen wir nochmal neu an. Er hat schon ziemlich gute Bewegungspunkte in den Armen. Es fehlt allerdings an einer Stelle halt. Und dieses Upgrade-Set hilft einem quasi dabei, die Teile von Hasbro auszutauschen, sodass man quasi dann Starscream noch einmal einen weiteren Artikulationspunkt in den Armen geben kann. Und eine Figur, die ohnehin schon ziemlich gut ist und ohnehin schon ziemlich beweglich ist, bekommt dadurch noch einmal neue Bewegungspunkte. Ziemlich cool. Ich verschaffe mir mal kurz einen Überblick. Das sollte jetzt eigentlich wirklich die letzte Figur hier sein. Das letzte Upgrade-Set, meine ich, von DNA Designs, nämlich das DNA Upgrade-Set Nummer 22, das Gear Master Accessory Set für die Wreckers. Die Dark of the Moon Wreckers, die ich aus der Studio Series auch alle zusammen habe, und die sind cool. Die könnten aber noch etwas besser sein. Und deswegen habe ich mir halt dieses Set hier halt von DNA Design geholt. Dieses Set verwässert die Waffen, die für Topspin kommen. Zusätzlich kriegt Topspin noch einmal neue Füße. Wir bekommen neue Waffen für Roadbuster, unter anderem auch halt seine Kettensäge, die er zwar im Film nie verwendet hat, aber das Original Dark of the Moon Spielzeug kam halt mit so einer Mag-Tech-Kettensägenwaffe. Und auch in den Concept Arts konnte man Roadbuster mit dieser Kettensäge sehen, wodurch ja viele diese Kettensäge halt, auch wenn sie im Film halt nicht zu sehen war, halt doch schon mit Roadbuster assoziieren. Und wir haben hier ein paar zusätzliche Waffen und Füllteile für Leadfoot, plus diese, wie ich finde, ziemlich coole Kette für seinen Partner hier vorne, für Steeljaw, den es damals leider auch nur in den Konzeptzeichnungen gab. In den Filmen hat das dann leider am Ende auch nicht geschafft, aber ja, wie quasi mit der Kettensäge zu den Wreckers aus Dark of the Moon, da gehört irgendwie dieser Steeljaw, dieser kleine Hund, der gehört halt doch irgendwie dazu. Bleiben bei Movie. Ich habe hier nämlich einmal mir geholt Movie Masterpiece Jazz. Ich hätte vorgehabt, mir Jazz auf jeden Fall zu holen, auch wenn ich damals noch relativ unentschlossen war, ob ich mir den Autobot und Decepticon Cast auch nochmal in Movie Masterpiece Größe hole. Jazz war auf jeden Fall bei mir aber dadurch gesetzt, dass er halt mit diesen Zusatzteilen für Megatron kommt. Also, wenn ich meinen Megatron hätte alleine hingestellt, in die Ausstellung quasi bei mir zu Hause, dann hätte ich ihm zumindest halt dann die Teile für Jazz gegeben, damit er ihn halt frisch auseinandergerissen hat. Billiger ist er im Preis leider nicht unbedingt geworden. Die letzten Movie Masterpiece Figuren, die konnte man ja zugegebenermaßen ziemlich günstig über Amazon Deutschland bekommen. Jazz leider nicht. Und ich hatte gesehen, T of Robots hat noch einen Jazz da. Ich habe von vielen gehört, ja, preislich wäre der auch ziemlich gut, ist ziemlich gut verarbeitet. Und deswegen habe ich gesagt, komm, greif jetzt zu, bevor nachher keine mehr da sind. Weil importieren für Jazz ist nicht unbedingt die billigere Alternative gewesen. Wir kommen einmal zu einer anderen Upgrade-Firma, nämlich zu Dr. Wu. Da habe ich mir einmal das P29 geholt. Das ist einmal. Boah, die genaue Bezeichnung von dem Schwert kenne ich jetzt leider nicht mehr.
werde es euch an der Stelle einfach mal einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Das ist das Schwert, beziehungsweise die Third-Party Doctor Who-Version von dem Schwert, die man für Alpha Trion verwenden kann. Alpha Trion von Power of the Primes kam mit einem ziemlich coolen Schwert, muss ich sagen. Und ja, als Dr. Wu dann quasi angekündigt hat, ja, hört da mal Leute, wir werden dieses Schwert auch nochmal bringen, in größer, in etwas besser, mit schöneren Details, da war für mich auch irgendwie klar, wenn ein Händler das irgendwie mal hat, dann wirst du es dir auf jeden Fall mitbestellen. Und das habe ich an der Stelle einmal quasi gemacht. Weiter in Sachen Dr. Wu. Dr. Wu hat sich in den letzten paar Monaten auch an ja, eigenen Figuren versucht. Und da habe ich mir einmal diese beiden hier besorgt. Das sind einmal Eagle und Orang, die zusammen Shatter Source ergeben. Könnt ihr hier einmal auf der Rückseite sehen. Hier haben wir einmal Beastbox und Squawk Talk, die zusammen dann Squawkbox. Ich glaube, so rum war es, oder Beastalk? Ich glaube, Squawkbox war es zusammen ergeben. Auf jeden Fall von den Micromaster-Kassetten, beziehungsweise von den Tape-Decks von Soundwave halt, welche aus der letzteren Welle, die es leider nicht in Siege gab, die hier sind aber mit dem Siege Soundwave kompatibel und das war halt hauptsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, komm, die besorgst du dir jetzt. Ich finde den Siege Soundwave ganz cool. Die Micromasters, die er hat, die sind auch ziemlich cool. Und wenn ich damit jetzt hier quasi meine kleine Armee noch ein bisschen erweitern kann, kombinieren kann man sie quasi auch. Ziemlich schön. Doch auch in Sachen Movie Designs, da hat sich Dr. Wu an zwei Figuren versucht, die ich euch jetzt einmal zeige. Da haben wir nämlich einmal die Figur Nummer 1, Mozart, und Nummer 2, Microscope. Hinter Mozart verbindet sich einmal Mohawk aus The Last Night und hinter Microscope verbindet sich einmal Revenge of the Fallen Scalpel, auch bekannt als der Doktor. Ja, zu ihm hier haben wir noch nie eine offizielle Figur bekommen. Und ich finde vom Fahrzeugmodus her, er ist ja schon ja, ein ziemlich kleiner Roboter auch im Film gewesen. Finde ich, passt das eigentlich ziemlich gut. Und ja, die Original-Scalpel-Figur, die ist ehrlich gesagt ziemlich cool, ziemlich clever. Allerdings ist die nicht besonders toll verarbeitet. Man hat auf Hasbros Seite da leider wirklich sehr, sehr unvorteilhaftes Plastik verwendet, sag ich mal, für die Beine. Also, wer sich mit der Figur auskennt, die Beine, die sind wirklich sehr lose, weil einem da schon nach kurzer Zeit da die Kugelgelenke wegbrechen. Leider ziemlich unschön. Ich bin froh, dass ich jetzt mit diesem Scalpel hier quasi einmal eine coole Alternative habe. Und im Mikroskopmodus, ja, komm, ich meine, bei so einem kleinen Modus, da bin ich etwas nachsichtlicher. Hier der Modus, der Roboter halt, ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus und ich freue mich darauf, den zu meinen Revenge of the Fallen Constructicons zu stellen. Ja, in Sachen Transformers war es das, aber ich habe mir hier quasi noch andere verwandelbare Roboter besorgt. Nehmen wir nur habt ihr auch schon mal auf meinem Kanal gesehen. Und zwar habe ich mir einmal besorgt von der Firma Action Toys aus deren Machine Robo Serie aus dem Film Machine Robo Revenge of Kronos den Blue Jet und den Buggy Robo.
Wer jetzt weiß, was es mit der Machine Robo Reihe auf sich hat, das sind quasi einmal die japanischen Gegenstücke, wobei eher dann ja doch die japanischen Originale der GoBots. Damals halt von Tonka in den USA als Challenge of the GoBots herausgekommen und Machine Robo hatte sich da die Lizenz gesichert, zum Film Machine Robo Revenge of Kronos neue Figuren herauszubringen. Und ja, ich dachte mir, du musst deine Sammlung da mal auf Stand bringen. Ich hatte ja das Problem, dass ich den Steam Robo nur noch ja über einen Import bekommen habe und auch ein bisschen drauf gezahlt habe. Und ja, Tea of Robots ist so der einzige europäische Händler, der mir bekannt ist, der diese Figuren auch tatsächlich geführt hat. Oder er führt sie halt immer noch, aber halt auch nicht mehr alle. Und bevor ich halt wieder in diese blöde Situation komme und feststelle, scheiße, Kevin hat ja auch keine mehr da, habe ich dann hier bei diesem Paket dann doch einmal zugeschlagen. Und die letzte Figur ist dann auch einmal ebenfalls aus dieser Reihe. Und dazu auch einmal, kann man quasi sagen, die größte Figur, nämlich einmal der Machine Robo Tough Trailer. Mann, das ist schon ziemlich fetter Oschi von der Box her. Also die meisten von denen haben halt wirklich so dieses Format und ja, hier ist die Box jetzt fast doppelt so groß oder quasi, ja, kann man sagen, so drei Figuren von diesem Stab hier gehen ungefähr die Box von dem hier. Schöne Sache. Bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Die haben jetzt schon länger keine neuen Figuren vorgestellt. Es gab aber, meine ich, noch zwei Prototypen, die sie vor Jahren, ich glaube jetzt auch bestimmt auch schon 2-3 Jahre her, auf einer Ausstellung in Asien gezeigt haben. Da sollte es unter anderem auch einmal um einen Machine Robo gehen. Ich glaube, das ist einfach dann Car Robot heißt der oder Car Robo. Es wäre cool, wenn der halt noch herauskommen würde, weil das ist einmal, ja, quasi die Grundfigur ist quasi einmal der GoBot, der später dann halt bei Tonka dann Turbo hieß. Und das war halt auch einer von den Hauptcharakteren gewesen. Und ja, wie gesagt, sehr cool, wenn sie den halt noch rausbringen würden. Generell ist Action Toys eine etwas komische Firma, was die Releases angeht. Dazu hatten sie mal einen Testshot rumgegeben an einige Reviewer, die sich den angeguckt haben. Dann hat man auf einmal, ich glaube, so 1,5 Jahre gehört und ohne große Ankündigung kam erst er dann hinterher. Ihn hatten sie dann angekündigt. Und ja, ein halbes Jahr später kam er dann quasi auch noch mit raus. Blue Jet. Aber ich weiß gar nicht, was die haben. Das Cockpit ist blau, aber der Jet ist doch rot. Aber naja. Ich habe mir auf jeden Fall auch Reviews zu denen hier angeguckt. Und auch hier ziemlich coole Figuren. Der hat irgendwie was von Beachcomber, finde ich. Aber der ist ein bisschen lässiger noch irgendwie. Wobei kann er nicht so lässig sein. Immerhin kommt er mit einer großen Bazooka-Waffe. Und ja, mal gucken, wie es halt jetzt hier weitergeht. Es hat sich offenbar eine neue Firma die Lizenz für die Machine Robo-Figuren geholt. Da kommt jetzt Ende des Jahres in Japan eine neue Version von Screwhead raus. Oder besser gesagt von Drill Robo. Screwhead ist ja der GoBot-Name. Und ja, mal gucken. Im Umkehrschluss würde das ja eigentlich bedeuten, dass Action Toys die Lizenz für die Machine Robo Revenge of Kronos Reihe möglicherweise verloren hat. Aber ich hoffe es halt nicht. Ich hoffe, dass da noch ein paar kommen. Zumindest halt die sie angekündigt haben. Wie gesagt, der Turbo, der wäre noch ganz cool. Und ich meine, sie hätten noch einen Helikopter angekündigt, aber hundertprozentig bin ich mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Jedenfalls bin ich bei der Reihe aber jetzt auf Stand. Und das freut mich doch sehr. Ja, Fazit zu dieser Juli-Ausgabe wäre dann wohl,
Super Hitze bedeutet super Ausbeute. Und in gewisser Weise kann man sagen, dass mich meine Ausbeute im Juli so ein wenig darüber hinwegtröstet, dass ich im August nicht an der Cons teilnehmen konnte. Das ist unter anderem auch einer der Gründe, warum das Video, ist ja jetzt hier eigentlich die Juli-Ausgabe, jetzt so verspätet im August auch erst online geht. Der ein oder andere von euch hat es sicherlich mitbekommen. Genau in der Woche, wo die Cons stattfinden sollte, bin ich auf den Montag positiv auf Corona getestet worden. Hatte auch einige Tage mit Symptomen zu kämpfen. Freitesten war leider vor der Convention nicht mehr möglich. Und wie hätte es anders sein sollen? Natürlich bin ich am Montag nach der Cons natürlich dann negativ getestet worden. Also genau einen Tag später. Ja, hat meinem Frust gegenüber der Gesamtsituation nicht allzu gut getan. Was dann unter anderem auch dazu geführt hat, dass es halt diese Verzögerung jetzt beim Editieren und Hochladen gab. Ich denke mal, ihr könnt das gut nachvollziehen, insbesondere die Leute, die sich bereits einmal in einer ähnlichen Situation befunden haben. Aber gut, Thema Cons für dieses Jahr ist jetzt gelaufen. Die Pläne, die ich für dieses Jahr geschmiedet habe, werde ich sicherlich im nächsten Jahr auch noch umsetzen können. Von daher ist ja nicht alles direkt für die Katz gewesen. Wird Zeit, sich neuen Themen und Schwerpunkten zu widmen. So viel an dieser Stelle auch einmal von mir als kleines Status-Update quasi. Und in diesem Sinne, ich bin Scourge, ich mag Transformers und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!